Verkündest du, ihr werdet dabei, einen Großauftrag an Land zu ziehen? Ich habe nie etwas von einem Großauftrag erzählt. Dann weißt du eben nicht mehr, was du sagst. Tut mir leid. Du hörst nicht zu, das ist es. Weil du dich nämlich schon gar nicht mehr für uns interessierst. Weil es dir völlig egal ist, was aus uns wird. Ich habe es nur einfach satt, mir deine ewigen Klagen abzuhören. Es hat dich ja niemand gezwungen, dich selbstständig zu machen. Und wenn euch jetzt die Sache über den Kopf wächst? Was heißt denn hier über den Kopf wächst? Du kennst die wirtschaftliche Situation genauso gut wie ich. Und bis jetzt leben wir doch wohl immer noch ganz anständig. Ja, weil ich dazu verdiene. Und was du so unter Leben verstehst, da habe ich, weiß Gott, ganz andere Vorstellungen als du. Sicher, es könnte manches anders sein. Wenn du zum Beispiel ab und zu ein freundliches Gesicht machen würdest. Auch ein paar nette Worte würden nicht schaden. Bitte fang doch nicht schon wieder damit an. Ich bin nun mal kein Püppchen, das demutsvoll lächelt, nur weil... Bitte, was willst du hier? Ich will weg. Weg für immer. Ich auch. Das kannst du mir glauben. Dann seid ihr euch ja wieder mal einig. Wie schön. Bitte gib mir den Autoschlüssel. Wo willst du denn jetzt noch hin? Mutter hat mich gebeten, noch kurz vorbeizukommen. Bitte. Dann ruft ihr ein Taxi. Ich brauche den Wagen noch. Ich bin mit einem Kunden verabredet. Es fällt dir ziemlich plötzlich ein. So plötzlich wie dir deine Mutter. Es ist so schrecklich, wie ihr zueinander seid. Ich bin nicht mehr gern zu Hause. Es tut mir leid. Angela. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ich bleib so lange im Wagen sitzen. Ich bin sofort zurück. Ich beeile mich. Vielleicht denkst du mal darüber nach. Worüber soll ich nachdenken? Es hat keinen Zweck. Wiedersehen, Angela. Wiedersehen, Fatih. Warum bist du bloß so ekelhaft zu ihm? Fühlst du dich denn dabei wohl? Ich fühle mich überhaupt nicht wohl.
Das war eine schöne Zeit, ne? Ja, war nicht schön. War nicht, aber auch ein Mann haben wir Sachen. Wie war da unser Einkaufspreis? 64. Ja, das muss noch ausgezeichnet werden. Ah, nein, nein, Entschuldigung, 61. Ich bin hier in die falsche Zeile geraten. Ja, dann bieten wir mit 86 an. Verhandlungsspielraum 5%. Sagen Sie Herrn Wernitz, er möchte noch mal zu mir kommen. Herr Wernitz ist bereits gegangen. So ist nun schon. Ach ja, natürlich. Ah, da gehen Sie auch. Ja, Thielen? Ich komme. Ihre Frau, sie wollte mir noch den Brief an Frau Loos diktieren. Ja, dann geht's bitte noch mal rüber. Ja. Eine komplette Schmuckgarnitur. Goldfassung mit Saphiren und Rubinen aus der Werkstatt Messoir. Allerdings machen wir unsere Zusage von der Expertise abhängig, die wir bei unserem Sachverständigen in Auftrag gegeben haben. Wir können Ihnen aber heute schon sagen, sind denn meine Tabletten? Ich habe sie doch erst vorhin. Vielleicht in einer Jackentasche. Das glaube ich nicht, da stecke ich sie doch nie hin. Eine ganz neue Packung, ich habe sie erst heute Morgen angefangen. Was hast du heute Morgen angefangen? Meine Tabletten, ich kann sie nicht finden. Ja, vielleicht hast du sie Mittag im Restaurant liegen lassen. Das kann sein, aber was mache ich? Ich brauche sie. Frau Thielen ist sicher so freundlich und läuft mal schnell zur Apotheke. Ja, selbstverständlich. Hier ist das Rezept. Brauchen Sie Geld? Nein, nein, ich lege schon aus. Vielen Dank. Das ist mir völlig schleierhaft. So was passiert hier in letzter Zeit immer öfter, meine Liebe. Meine Liebe, bin ich das noch für dich? Du bist es. Was weißt du? In einer Wirtschaft haben sie sich getroffen. Er ist eher jünger als mager. Bisschen primitiv. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Sie haben doch schließlich Geschmack und stellt ja auch Ansprüche, nicht? Sie hatte schon immer einen Hang nach unten. Das braucht sie offensichtlich. Ja, bitte. Nein, der Kaffee ist für meinen Bruder. Bitte schön. Vielen Dank. Ach, Frau Molden, versuchen Sie doch noch mal, den Dr. Schneider zu erreichen, ja? Ja, sofort. Dankeschön. Was soll jetzt aus euch werden? Ich weiß nicht. Unsere Beziehung stimmte lange schon nicht mehr. Vielleicht hat sie von Anfang an nicht gestimmt. Ich habe das einfach nicht wahrhaben wollen. Auch, dass ein anderer Mann im Spiel ist, habe ich schon eine ganze Weile vermutet. Ich hatte bisher bloß keine Beweise. Hast du schon mit ihr gesprochen? Das hat keinen Zweck. Wir sind schon zu weit auseinander. Wenn du das so genau weißt, dann zieh die Konsequenzen. Dann trenn dich von ihr. Alles kaputt. Alles umsonst. Die Firma ist auch im Eimer. Zum Kotzen. Guten Tag. Guten Tag. Sie brauchen nicht zu warten.
Der kommt nicht. Wahrscheinlich hat wieder einer oben mal die Tür offen stehen lassen. Ich schau mal gleich nach. Nein, nein, lassen Sie nur, ich laufe schon. Ja, ich bin's. Hände nach oben. Los, rein. Stehen bleiben. Schmucke und Juwelen. Das ist dein Büro. Das ist Tresor auf. Aufmachen. Oder ich mach die Frau kalt. Eins. Auf. Los, mach schon. Da rein. Los, Tempo! Ich muss mich setzen. Sie bleiben stehen! Ich kann nicht mehr. Tasche her! Schmeckt's dir? Wenn du kochst, schmeckt's mir immer. Das sagst du doch bloß so. Nein, es ist wahr. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du immer dagegen warst, dein Kind zu haben? Hat Mutti dir das gesagt? Ja. Als du da warst, da war ich sehr, sehr glücklich. Warum könnt ihr euch nicht wieder vertragen? Dazu ist wohl inzwischen zu viel passiert. In der Klasse über uns ist ein Junge von zu Hause weggelaufen, weil er den Krach zwischen seinen Eltern nicht mehr ausgehalten hat. Willst du das auch tun? Ich möchte keinen von euch beiden verlieren. Auch Mutti nicht. Kannst du das nicht verstehen? Ich gehe schon ran. Angela Thielen? Wer ist da? Ach du! Ich kann dich so schlecht verstehen. Was ist? Aber das ist ja... Ja, ja, ich sag's ihm gleich. Ja, ist klar. Was ist? Wer war dran? Die Mutti. Du stell dir vor, ein Überfall auf ihre Firma. Sie sagt, sie kann vorläufig nicht kommen. Ist dir was passiert? Nein. Aber Frau Seifert ist tot. Also nochmal von vorne. Die Alarmanlage ist während der Geschäftszeit abgeschaltet, kann aber durch einen Knopfdruck in Betrieb gesetzt werden. Martin, geh mal runter ins Treppenhaus, der Erkennungsdienst ist fertig. Solche Alarmknöpfe gibt es hier in allen Räumen. Als Frau Seifert auf den Knopf an ihrem Schreibtisch drückte, hat der Täter sofort geschossen. Ja, die Tote hat doch da gelegen. Und ja. Da haben wir auch die Blutspuren. Vielleicht ist sie noch ein paar Schritte gelaufen. Ja, es sah aus, als ob sie zur Tür wollte und
Dann ist sie hingestürzt. Hat die Firma noch mehr Mitarbeiter? Nur noch den Buchhalter, Herr Wernitz, und der war schon weg. Herr Seifert, können Sie schon abschätzen, was für einen finanziellen Schaden Sie hatten? Verzeihen Sie, muss ich das fragen. Ich werde nachher versuchen, eine Aufstellung zu machen. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Der Erkennungsdienst hat im Treppenhaus eine Gesichtsmaske sichergestellt. Und der Hausmeister wurde in der Klinik versorgt. Er ist jetzt wieder zurück. Wir unterbrechen für eine wichtige Meldung. Eine Fahndungsdurchsage der Polizei. Heute gegen 17.30 Uhr wurde auf die Geschäftsräume einer Firma in München in der Wiedenmeierstraße ein bewaffneter Raubüberfall verübt, bei dem die 53-jährige Firmeninhaberin getötet wurde. Der bisher unbekannte Täter flüchtete nach der Tat, vermutlich mit einem PKW. Bei dem Täter soll es sich um einen 30-jährigen Mann mit dunklen Haaren handeln, schlanker Figur, 1,70 Meter groß. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine helle Jacke. Wer hat den Täter gesehen oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise erbittet das Polizeipräsidium München, Telefon 2141 oder jede andere Polizeidienststelle. Angela? Ja? Ich fahre nochmal weg. Ich habe was im Büro vergessen. Ich gehe schon zu Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht, Vati. Frau Thiele? Ja? Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Nein, nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Ah ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Marga, ist alles in Ordnung? Ich muss dich unbedingt sprechen. Kann ich zu dir kommen? Ist noch bei ihren Eltern. Ich hole sie morgen ab. Komm. Neues? Die ersten Untersuchungen der Gerichtsmediziner. Erstmal telefonisch durchgegeben. Das Geschoss ist unter dem dritten Rippenbogen in den Körper eingedrungen und hat die obere Hohlvene zerrissen. Der Tod muss sofort eingetreten sein. Habt ihr den Buchhalter vernommen? Ja, ist ein älterer Mann, seit 20 Jahren bei der Firma. Gestern Abend ist er direkt nach Hause gefahren, das ist überprüft. Also, das ist doch merkwürdig. Der Mann erschießt die Frau Seifert, obwohl sie ihn wegen seiner Gesichtsmaske doch gar nicht erkennen konnte. Und den Hausmeister lässt er leben, aber der kann ihm doch gefährlich werden, weil der ihn ohne Maske gesehen hat. Panik? Durch den Alarm? Wenn ein Mörder immer streng nach Verstand und Logik handeln würde? Ja, dann würde er wahrscheinlich gar keinen Mord begehen. Habt ihr mal rumgehört, was die Firma Hoogstraten für einen Ruf hat? Ein absolutes seriöses Unternehmen. Seit 60 Jahren Familienbesitz. Wir liefern Juweliere im ganzen süddeutschen Raum.
Also ich habe nochmal über die Alarmanlagen nachgedacht. Es gibt für den Täter nur einen risikolosen Weg, in derartig gesicherte Räume einzudringen. Er muss sich an einen Kunden oder einen Vertreter oder irgendjemand ranhängen, der in die Firma eingelassen wird. Oder an einen Mitarbeiter der Firma, der die Räume für kurze Zeit verlässt und wieder zurückkommt? Ja, ja, ja. Die Frage ist nur die. Hat der Täter auf einen günstigen Augenblick gewartet, bis so ein Mensch da in die Firma eingelassen wurde? Oder hat er gewusst, dass eine bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Tür steht? Was glauben Sie? Ich glaube gar nichts. Im Moment weiß ich noch gar nichts. Wann bekommen wir die Laborberichte? Heute Nachmittag. Gebt mir dann gleich Bescheid, ja? Das ist Wahnsinn. Aber es ist die Wahrheit. Die Personenbeschreibung im Radio deckt sich nahezu hundertprozentig mit dem Aussehen von diesem Mann. Dass er dich betrügt, dass eure Ehe kaputt ist, naja, dass er sich mit einem Mann zusammentut, der einen Raubüberfall unternimmt. Der sogar vor einem Mord nicht zurückschreckt. Das kann ich einfach nicht glauben. War doch immer eine patente Frau. Bisschen verdreht vielleicht manchmal, aber doch auch wieder hilfsbereit und eigentlich immer sehr fröhlich. Ihr habt doch auch mal eine gute Zeit gehabt. Angela war doch ein Wunschkind. Ja, das war eine schöne Zeit. Aber im Laufe der Jahre hat sich Marga um 180 Grad gedreht. Sie wurde eiskalt. Und verlogen. Tut mir leid, mein Lieber. Ich möchte nur eins, die Sache hinter mich bringen, und zwar so schnell wie möglich. Für Angela wird das natürlich ein einziges Spießruten laufen, wenn die Geschichte herauskommt. In der Schule, auf der Straße, überall. Wie soll sie das verkraften? Und ein Vorschlag, was soll ich machen? Tja, das weiß ich auch nicht. Weggehen. Irgendwo von vorne anfangen, mit Angela. Womit denn, ohne einen Pfennig? Vielleicht mit einem Sack voller Juwelen. In der Zeitung steht's doch. Die Beute ist einige Millionen wert. Du brauchst nur die Hand auszustrecken und Marga muss dir das Zeug geben. Hör auf! Ich denke da ganz nüchtern, du. Deine Ehe ist nicht mehr zu retten. Die erschossene Frau kannst du nicht wieder lebendig machen. Überleg doch mal, Menschenskind, in ein paar Wochen müssen wir den Laden hier zumachen, dann sind wir pleite. Was ich dann tun werde, weiß ich nicht. Ich stehe dann da mit meiner Familie und habe nichts, aber du hast doch jetzt die Chance mit diesen Millionen. Du bist doch ein Idiot, wenn du es nicht wahrnehmen würdest, für dich und Angela. Ja, das Geschäft bleibt geschlossen, bis nach der Beerdigung. Ja, wie es dann weitergehen soll, weiß ich noch nicht. Sie ist unersetzlich. Die Herren von der Kriminalpolizei. Bitte. Ich rufe dich dann später nochmal an. Ja, vielen Dank. Guten Tag, Herr Seifert. Entschuldigen Sie, wir haben uns verspätet. Das macht nichts. Er kommt ja nicht mehr durch bei dem Verkehr, ja, nicht? Ich lebe im Augenblick ohne jeden Zeitplan. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. So, Herr Seifert, wir haben nach Angaben des Hausmeisters ein Phantombild anfertigen lassen. Kennen Sie den Mann? Haben Sie das Gesicht schon mal gesehen? Sehen Sie eine Ähnlichkeit? Nein, bestimmt nicht. Schade. Herr Seifert, Ihre Firma ist unter dem Namen Julius Hockstrat ins Handelsregister eingetragen. Meine Frau war in erster Ehe mit Dr. Gustav Hockstrat verheiratet, einem Sohn des Firmengründers Julius Hockstrat. Dr. Hockstrat ist vor 11 Jahren gestorben. Und nach unserer Eheschließung haben wir uns entschlossen, den eingeführten Firmennamen beizubehalten. Aus Gründen der Achtung, aber auch aus Geschäftsgründen. Wie lange ist Frau Thielen bei Ihnen beschäftigt? Seit 3 Jahren. Und sie hat Ihr volles Vertrauen und auch das Ihrer Frau? Warum fragen Sie das? Weil der Täter zusammen mit Frau Thielen in Ihre Geschäftsräume eingedrungen ist. Sie stellen Fragen. Bevor wir einen Mitarbeiter einstellen, holen wir natürlich genaue Erkundigungen über seine persönlichen Verhältnisse ein. Das haben wir bei Frau Thielen auch getan. Im Übrigen erwirbt man in unserem Metier doch einige Menschenkenntnis. Meine Frau besaß diese Kenntnis in besonders hohem Maße. Sie hat Frau Thielen sehr geschätzt.
Ich schätze Sie auch. Ja, und dann haben wir also in der Handtasche Ihrer Frau, beziehungsweise in der Brieftasche, haben wir das Foto gefunden. Kennen Sie den? Das ist Wolfgang. Wer ist Wolfgang? Der Sohn meiner Frau aus der Ehe mit Dr. Hoogstraat. Ist er benachrichtigt worden? Das ist doch wohl selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass er auf diese Benachrichtigung reagieren wird. Warum denn das? Für ihn ist seine Mutter schon seit langem gestorben. Er verachtet uns nur noch als Repräsentanten einer Gesellschaft, von der er sich losgesagt hat. Ach so ist er. Und wo wohnt Ihr Stiefsohn? In einem halbverfallenen Bauernhof in der Holledau. Mit Gleichgesinnten, die glauben, sie können im 20. Jahrhundert die Welt ins Mittelalter zurückdrehen. Hier, Angela, zieh die Jacke an, es ist viel zu kühl. Ich muss dich mal was fragen. Ja, bitte. Hast du mich eigentlich lieb? Was ist das denn für eine Frage? Ja, natürlich. Aber Vati hast du nicht lieb. Ich habe ihn lieb gehabt. Und das hast du jetzt nicht mehr? Nein. Wie passiert sowas? Wie passiert so etwas? Eines Tages entdeckt man, dass der Mann, den man mal geheiratet hat, ein ganz anderer ist als der, in den man sich verliebt hat. Er war doch immer gut zu dir. Ja, das war. Und das ist er vielleicht auch noch. Aber? Das genügt eben nicht. Um den Ansprüchen einer so außergewöhnlichen Frau gerecht zu werden. Ich bin nicht außergewöhnlich. Und meine Ansprüche sind es auch nicht. Es ist dir nur nie gelungen, mich zu erkennen. Weil du nicht die Fähigkeit besitzt, dich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Du kennst doch nur dich. Da hast du vielleicht recht. Denn dich habe ich offensichtlich nicht richtig erkannt. Ich habe nicht geahnt, wozu du fähig bist. Hört auf, bitte! Müsst ihr euch wieder streiten? Es wird bald keinen Streit mehr geben, Angela. Weil wir uns trennen werden. Aber das dürft ihr nicht. Ich werde mich von deinem Vater scheiden lassen. Vati, sag doch was. Sie wird es tun, Angela. Denn sie hat jetzt viel Geld. Sehr viel Geld. Das muss sie ausgeben. Aber nicht mit uns. Wir sind nicht mehr wichtig für sie. Sag mal, was redest du da? Du bist verrückt. Ich war verrückt. 16 Jahre lang war ich verrückt. Jetzt komme ich langsam wieder zu Verstand. Offensichtlich hast du ihn jetzt verloren. Wir beide werden etwas Neues beginnen, Angela. Und es wird sehr schön werden. Und wovon wollt ihr euer neues Leben finanzieren? Von den Einnahmen deiner tollen Firma? Wir werden einen Weg finden, Marga. Mensch, ist die Luft hier gut. Schweinestall und Kuhmist, ne? Ja, wenn du den Kuhmist abziehst, ist die Luft gut, nicht? Guten Tag, Fräulein. Hier soll ein Herr Hoogstraat wohnen. So, soll er das? Naja, es soll nicht. Ich meine, könnte vielleicht. Könnte hier ein Herr Hoogstraat wohnen? Und könnten wir diesen Herrn Hoogstraat vielleicht mal sprechen? Wolfgang! Sagen Sie mal, Fräulein. Ist es nicht ein bisschen einsam hier für euch, für junge Leute, so weit vor der Stadt? Man muss nur was mit sich anzufangen wissen. Es gibt eine Stadtluft und eine Landluft. Ach nee, das war mir neu. Was gibt's? Herr Hoogstraat? Ja? Köster, Kriminalpolizei. Habe ich's doch geahnt.
Ich bräuchte für diese Kamera ein Teleobjektiv. Es kann auch ein gebrauchtes sein. Da müsste ich erst einmal nachsehen, ob ich für diese Kamera etwas auf Lager habe. Aber bestellen kann ich es in jedem Fall. Die Kamera ist zwar nicht mehr das neueste Modell, aber ich mache noch sehr gute Fotos damit. Und an was für Motive haben Sie gedacht? An was für Entfernungen wegen der Brennweite? Ja, schon an größere Entfernungen. Ah, da hätte ich etwas. Sehr preiswert. Ein 200er Lichtstärke, 1 zu 4,5. Und ich glaube, damit werden Sie sehr gut bedient. Bitte. Danke. Umbringen und umgebracht werden. Das gehört wahrscheinlich bei solchen Menschen dazu. Na, Herr Hochstadt, nur wollen wir mal nicht übertreiben. Kennen Sie Ihre Eltern denn richtig? Ich habe über ein Jahr in Ihrem Juwelentempel gearbeitet. Sie meinen, ich sollte mich erst mal umsehen, bevor ich urteile und verurteile. Ja, und ich habe mich dann gründlich umgesehen. Gold und Steine, Eis und Kälte. Als ich Ihnen dann sagte, dass ich verschwinden würde, da machen Sie dann plötzlich den großen Sack auf. Ein Studium in Rom, eine Yacht in Kiel, eine Reise nach Japan, was ich will. Wenn ich nur in Ihrer wunderschönen Welt bleibe. Herr Köster, kommen Sie bitte mal. So haben wir hier angefangen. Sind aber noch lange nicht fertig. Weil wir alles mit den Händen machen. Das ist auch nicht so neu. Wer ist denn das? Achim. Der hat eine Zeit lang bei uns gewohnt mit seiner Freundin. Der hat aber bald das Handtuch geworfen, ist wieder abgezischt. So vor einem Jahr. Er passte nicht zu uns. Nein, der passte nicht zu uns. Wissen Sie, wo er jetzt wohnt? Keine Ahnung. Der hat aber doch sicher noch einen anderen Namen außer Achim. Den hat er uns nicht genannt. Wir haben auch nicht danach gefragt. Sowas ist nicht wichtig für uns. Das verstehen Sie sicher nicht. Nee, das verstehe ich nicht. Ich bin ja alt und daher blöd. Aber ich bemühe mich, ja? Dürfen wir das Bild mal mitnehmen? Sie kriegen es bestimmt wieder. Bitte. Kennen Sie eigentlich Frau Thielen? Marga. Die zuverlässige Kraft. Die war auch schon da, als ich mein Gastspiel gegeben habe. Haben Sie seitdem mal wieder gesehen? Ja, vor einem Jahr etwa. Wir waren hier gerade aus dem Gröbsten raus, da kamen sie vorbei. Wahrscheinlich von meiner Mutter geschickt, um zu sehen, was wir hier so treiben. Zum Abschied sagte sie noch, wenn wir Sorgen hätten, sollten wir uns bei ihr melden. Was ist? Wann du zurückkommst? Weiß noch nicht. Okay, dann mache ich halt kein Essen. Ja, ich esse unterwegs. Aber komm nicht zu spät. Könnte zusammenpassen. Die Frau Thielen besucht den Bauernhof, lernt dabei diesen Achim kennen. Falls das der Mann ist, den wir suchen. Dann nehmen wir mal an, er ist es. Die beiden sehen sich wieder, vielleicht hier in München, tun sich zusammen und knobeln das große Ding aus. Ich habe 2 Stunden beim Erkennungsdienst gesessen und das Bild mit den Fotos in der Kartei verglichen, aber der Typ ist nicht erfasst. Das kann ja seine Premiere sein. Jeder fängt mal an. Aber gleich wie ein Profi? Schießen Profis sofort. Martin, geh mal zu dem Hausmeister und frag ihn, ob das der Mann ist, der ihn niedergeschlagen hat. Du alles? Ja.
Gehen wir ins Bett. So einfach dargestellt und jetzt stehe ich bis zum Hals im Dreck. Wir werden alles zusammen durchstehen, das weißt du doch. Angela steckt? Sie ist zum Schwimmen gegangen. Hast du ihr das erlaubt? Ja. Sollte mir doch helfen. Das hat sie mir gesagt. Ja und? Ich habe mit dir zu reden. Ich habe zu tun. Ich zeig dir was. Aber bitte schnell. Der Mann, der Frau Seifert ermordet hat, sieht wirklich ganz genauso aus, wie die Polizei ihn beschrieben hat. Das kann ich nicht beurteilen. Als er mir die Pistole an den Kopf hielt, trug er eine Maske. Aber als du dich mit ihm in diesem Lokal in Pasing getroffen hast und in dem Park, da trug er sie nicht. Du spionierst mir nach. Dazu habe ich wohl allen Grund. Er ist ein Liebhaber, oder? Nein, das ist er nicht. Aber vielleicht werde ich ihn eines Tages dazu machen. Er hat deine Firma beraubt. Er hat Frau Seifert umgebracht. Und das alles mit deinem Wissen, mit deiner Hilfe. Ich habe mir viele Beschuldigungen von dir anhören müssen. Du hast mich als Scheusal, als Flittchen beschimpft. Aber du findest immer noch Steigerungsmöglichkeiten. Jetzt bin ich sogar eine Mörderin für dich. Und ich bin sicher, dass sich die Polizei meiner Meinung anschließen wird. Spätestens, wenn sie dieses Foto sieht. Ja, aber was willst du denn? Den Schmuck. Die Juwelen. Ja, das ist alles. Wenn ich die Sachen habe, werde ich für immer aus deinem Leben verschwinden. Mit Angela, natürlich. Das hast du dir fein ausgedacht. Wirklich sehr fein. Aber ich kenne dich zu lange. Ich weiß, dass du nicht die Nerven hast, einen Kampf um Millionen durchzustehen. Und einen Kampf würde es geben. Eher würde ich mich einsperren lassen, als dir auch nur ein einziges Stück zu geben. Du wirst mir alles geben. Du wirst mich sogar bitten, dass du es mir geben darfst. Thielen? Ja. Köster, Kriminalpolizei.
ist mein Kollege Heimann. Tag, Tag, bitte kommen Sie weiter. Dankeschön. Wir bearbeiten den Fall Seifert. Guten Tag, Frau Thielen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch mal belästige. Ich fall gleich mit der Tür ins Haus, ja? Kennen Sie den Mann? Darf ich? Bitte. Ja, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Tut mir leid. Ja, würden Sie auch mal schauen. Den Mann kenne ich nicht. Nie gesehen. Der hat eine Zeit lang auf einem Bauernhof in der Holledau gelebt. Ach ja, in dieser Kommune. Ich kann mich erinnern, ich war mal dort auf Wunsch von Frau Seifert. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Da waren so viele Leute. Haben Sie ihn vielleicht bei einer anderen Gelegenheit wieder getroffen? An einem anderen Ort? Darf ich fragen, warum Sie das wissen wollen? Hat dieser Mann etwas mit dem Mordfall zu tun? Der Mann steht im Verdacht, den Überfall auf die Firma Hockstrat begangen zu haben. Also diesen Mann habe ich nie wieder gesehen. Und Sie haben auch keine Erklärung dafür, warum er sich für den Überfall gerade Ihre Firma ausgesucht hat? Die liegt doch ziemlich anonym. Im vierten Stock. Das Firmenschild gibt auch keine Auskunft darüber, was da für Ware gehandelt wird. Woher wusste der Mann von den Juwelen im Tresor? Die Erklärung ist vielleicht ganz einfach. Einer der Bewohner des Bauernhofes in der Holledau heißt Wolfgang Hockstrat. Das wissen wir. Er hat eine Zeit lang bei seiner Familie in der Firma gearbeitet. Er kennt die Räumlichkeiten, die Sicherungsanlagen, die Gewohnheiten der Mitarbeiter. Ach, und Sie meinen, der hat das irgendwelchen Leuten oder seinen Freunden erzählt? Ja, ohne böse Absicht. Was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie bei der Firma Hockstrat anfingen? Ich habe mich um meine Familie gekümmert. Ich war Hausfrau. Und ich war es sehr gern. Und wie kamen Sie zur Firma Hockstrat? Durch eine Zeitungsanzeige. Gesucht wurde eine überdurchschnittliche Kraft mit sicherem Auftreten und ausgezeichneten Umgangsformen. Na Martin, was war mit dem Hausmeister? Der Hausmeister hat den Mann auf dem Foto als den Täter identifiziert, den er auf der Treppe niedergeschlagen hat. Na also, das ist doch was. Aber noch nicht alles. Er behauptet, dass er nach dem Schlag, als er wieder zu sich kam, einen Schuss gehört hat. Ach, der war doch ganz benommen. Der stand doch unter einem Schock. Würde sich getäuscht haben. Nein. Er sagt, er hat immer wieder darüber nachgedacht. Es ist ein Schuss gefallen. Also wenn der sich nicht getäuscht hat, dann wäre ja der Schuss gefallen, nachdem der Täter die Geschäftsräume verlassen hat. So ist das. Hat er denn gehört, wo der Schuss gefallen sein soll? Nein. Ruf mal das Labor im LKA an. Die sollen sofort die Analysen herschicken. Und du gibst das in die Fahndung, Martin, ja? Willst du verreisen? Ja. Du wolltest mir noch etwas geben, vergiss es nicht. Du kriegst gar nichts. Dann wirst du auch nicht verreisen. Willst du mich daran hindern? Wenn du sicher ins Ausland verschwinden willst, brauchst du deine Papiere. Gib mir meine Handtasche. Lass das. Gib sie mir! Der Schlüssel zu einem Gepäckfach? Soll ich raten, was in dem Gepäckfach ist? Du sagst es mir freiwillig. Bitte, lass uns noch mal über alles reden. Ich habe nicht mehr weitergewusst in all den Jahren. Ja, wir haben hier unter einem Dach gelebt, aber das war doch kein Leben mehr. Du hast immer neue Wege versucht. Du hast dir ja auch so viel Mühe gegeben, aber ich konnte es nicht. Ich war wie gelähmt. Ich konnte es nicht. Oh, bitte. Bitte lass es uns noch mal versuchen. Darauf habe ich jahrelang gewartet, dass du mir so etwas einmal sagen würdest. Aber es ist doch noch nicht zu spät. Doch, es ist zu spät. Wo ist das Gepäckfach? Auf dem Flughafen oder auf dem Bahnhof? Nein, das weiß ich nicht. Du weißt es ganz genau. Nein, also das weiß ich mir. Nicht. Ich habe dir nie wehgetan. Ich möchte es auch jetzt nicht tun. Also sag es mir. Nein! Wo ist das Gepäckfach? Wo ist es? Wo? Wo?
Fest der Kriminalpolizei. Wir hatten uns um 17 Uhr angesagt. Bitte. Gleich nach der Flucht des Täters ist nach Aussagen eines Zeugen in diesem Haus noch ein Schuss gefallen. Haben Sie den Schuss auch gehört, Herr Seifert? Nach der Flucht des Täters habe ich neben meiner Frau gekniet und begriffen, dass sie tot war. Ich habe nichts gehört. Ihre Frau war die Alleininhaberin der Firma? Ja. Wer sind die Erben? Der Alleinerbe bin ich. Und Ihr Stiefsohn? Hat alle Ansprüche aufgegeben, vor 2 Jahren bereits. Seine Verzichtserklärung liegt bei unserem Anwalt. Sollte er zu mir kommen, würde er mich allerdings immer großzügig finden. Herr Seifert, lassen Sie mich mal durchbringen. Danke. Als der Täter schoss, da stand Ihre Frau hier, nicht? Ja. Und der Täter, gehen Sie mal rüber. Er war hier. Der Täter stand hier. So war es. Das wäre also eine Entfernung von 3 Meter. Nun haben aber unsere Mitarbeiter vom technischen Labor die Kleidung Ihrer Frau untersucht. Und da fanden Sie im weiteren Bereich der Einschussstelle winzige Pulvereinsprengungen. Die Dicht- und Verteilung dieser Pulverspuren, die lassen darauf schließen, dass der Schuss aus weniger als 1,5 Meter Entfernung abgegeben wurde. Wie erklären Sie den Widerspruch zwischen Ihrer Aussage und unseren Laborergebnissen? Ich verstehe nichts von Ihren Untersuchungen. Der Mann hat aus dieser Entfernung auf meine Frau geschossen. Er streckte seinen Arm aus und drückte ab. Vielleicht hat er dabei noch einen Schritt in Richtung auf meine Frau gemacht. Sie müssen sich einmal die Situation vorstellen. Meinst du, wir werden Mutti noch sehen? Ich weiß nicht. Ist das ein altes Klassenfoto von dir? Ja. Komisch habt ihr damals ausgesehen. Kannst du mal herausfinden, wer ich bin? Das ist doch ganz einfach. Wer kann das noch sein? Herr, bitte? Ich bin Ihr Nachbar von Nummer 16. Ihnen gehört doch der gelbe Ford. Ja. Sie haben das Licht brennen lassen. Ach so. Vielen Dank, sehr freundlich. Ganz ruhig. Was wollen Sie? Den Schmuck. Los, rein ins Haus.
Der Schmuck ist nicht im Haus. Sie lügen. Wo ist er? Im Büro. Im Safe. Los zum Wagen. Vati! Zurück ins Haus! Nein! Geh ins Haus zurück, hörst du, schnell! Rein! Geh endlich! Steig ein, los! Fahr los! Hier, Angela Thielen. Mein Vater ist eben von einem Mann entführt worden. Er hat ihn mit einer Pistole bedroht. Herr Köster? Wer? Was habt ihr unternommen? Wie viele Streifenwagen sind im Einsatz? Haltet uns auf dem Laufenden, ja? Ende. Was hat denn der Herr Thielen mit der Sache zu tun? Hä? Tempo! Schneller! Ja, bitte? Nein, er ist nicht gekommen, er hat es nicht gebracht. Ja, das schaffe ich. Die 7.45 Uhr kann ich schaffen. Gut, ich fahre sofort los. Letzter Flug, Lufthansa 750 nach Frankfurt, Flugsteig A15. Famicom, Lufthansa 750 Frankfurt, Exit B. Möchten Sie noch nach Frankfurt? Ja, bitte. Steigen Sie dann bitte gleich ein. Ja, danke. Da kommen dann Packs nach Frankfurt dazu. Dankeschön. Ja, bitte. Würden Sie bitte noch mal aussteigen? Aber die Maschine fliegt gleich ab. Sie werden weiter erwartet. Bitte kommen Sie. Sie haben eine Menge Fehler gemacht. Der schlimmste war der, dass Sie Ihre Flugscheine für Ihren eigenen Namen gebucht haben, als schon die Fahndung lief. Es ging Ihnen nicht um die Millionen. Es ging Ihnen darum, Ihre geheime Beziehung zu einer legitimen Verbindung zu machen und dabei die Firma Hoogstraat in Besitz zu bekommen. Aber in beiden Fällen stand Ihre Frau diesen Absichten im Wege. Der Plan, sie zu beseitigen, war charakterlos und unmenschlich. Aber einfach und folgerichtig.
Bei einem vorgetäuschten Raubüberfall sollte sie von einem gekauften Helfer erschossen werden. Aber der Mann, den sie dafür fanden, der wollte das nicht. Der fühlte sich nur für Raub zuständig. Für 20.000 Mark lieferte ihnen den Überfall und gab ihnen anschließend die Beute zurück. Den Mord mussten sie selbst besorgen. Als der Mann die Geschäftsräume verlassen hatte, erschossen sie ihre Frau auf eine Distanz von 1,5 Metern. Die Aussage des Hausmeisters brachte uns dann auf die Spur des Helfers und schließlich auf die Zusammenhänge der Tat. Als sie sahen, dass ihnen als Ausweg nur die Flucht übrig blieb, da setzten sie den Helfer nochmal ein, damit er ihnen den Schmuck zurückhole, den ihnen Herr Thielen abgejagt hatte und den sie ja nun zur Finanzierung ihres neuen Lebens brauchten. Aber der Mann verunglückte bei diesem Job tödlich. Er ist in ihrem Wagen verbrannt. Aber der Revolver, der neben ihm lag, ist nicht die Waffe, mit der Frau Seifert erschossen wurde. Er wollte sich den Schmuck wiederholen, dann mit meiner Frau fliehen. Mit wem? Mit ihrer Frau? Sie ist seine Geliebte. Nee, ich glaube, dass Sie sich da irren, Herr Thielen. Ich habe Sie mit dem Mann zusammen gesehen. Aber nein, wir waren doch bei ihm zu Hause. Der Mann hat ein junges Mädchen vor 2 Monaten geheiratet. Sie haben sich da was eingeredet, Herr Thielen. Aber nur sagen Sie mal was anderes. Wo ist denn der Schmuck? In einem Bankschließfach. In der Grundkreditbank Lieberstraße. Sie haben ein Verbrechen gedeckt. Haben sich damit strafbar gemacht, Herr Thielen. Weiß Angela. Weiß meine Tochter, wo ich bin? Ja, ja, die ist hier. Fräulein Thielen, kommen Sie bitte rein. Ich habe noch zu tun.